Alola und willkommen zur 7. Generation von Pokémon. Wir bereisen ab heute in Pokémon Sonne, die an Hawaii angelehnte Alola-Region. Los geht's! Ja, also ich spreche Deutsch. Glaube ich. Du erhältst einen Anruf von Professor Kukui aus der Alola-Region. Ein Augenblick. Hi. Tag auch. Es dauert nicht mehr lange, bis du nach Alola ziehst. Die Alola-Region besteht aus mehreren Inseln. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es hier so viele seltene Pokémon gibt. Die Alola-Region ist die Heimat vieler Wesen, die Pokémon genannt werden. Pokémon sind wirklich einzigartige Lebewesen. Sie halten sich im hohen Gras auf, in Höhlen, am Himmel, im Meer, einfach überall, selbst in meinem Bett. Pokémon und Menschen helfen einander aus und leben in Harmonie miteinander. Manche Leute werden zu Pokémon-Trainern und lassen ihre Pokémon gegeneinander antreten. Wuffels, ich kann jetzt nicht mit dir spielen. Ich steck mitten in einem wichtigen Gespräch. Ich hätte da ein paar Fragen an dich, um den Leuten in Alola mehr von dir erzählen zu können. Welches dieser Fotos stammt gleich nochmal von dir? Am ehesten der da, würde ich sagen. Man kann seinen Charakter ja auch schön individualisieren, aber das geht wohl erst später. Ach, und zur Ergänzung, jetzt wo ich ohnehin meinen Namen eingeben muss. Wir spielen hier natürlich die offizielle deutsche Version. Der Release ist zwar erst am 23., aber Nintendo erlaubt Medienpartnern schon ab dem 18. zu starten. Und ja, dann lasst uns doch mal einen schönen Hype generieren, oder? Endlich ist es soweit, Mann. Von all den Spielen in letzter Zeit habe ich mich am meisten auf Pokémon Sonne und Mond gefreut. Los, lasst mich loslegen. Das hast du richtig notiert, ja. Da bin ich. Ah, alles klar, ganz ruhig. Jetzt habe ich alle Infos, die ich brauche. Domtendo. Toll. Der Name schlägt ein wie ein Donnerblitz. Ich freue mich schon drauf, dich persönlich willkommen heißen zu dürfen. Hey Domtendo, hilfst mir mal bitte bei den Vorbereitungen mit dem Umzug? Voll cool. Videochat über den PC. Aus der Kanto-Region, weil, soweit ich weiß, zieht unser Charakter von Kanto nach Alola. Da ist schon ein anderer bereits bekannter Charakter. Lily. Und was war das? Wo ist sie da? Wer die offiziellen Trailer verfolgt hat, der kann sich's eventuell schon denken. Das sieht mir stark nach der Ever Foundation aus. Aber warum bestiehlt sie die? Soweit ich weiß, kümmern die sich um die Pokémon in Alola. Wow, was geht da ab? Oh, und das war das Intro? Krass. Finde ich cool. So hat noch kein Pokémon-Spiel begonnen. Mal was Neues. Ja, geil. Und damit willkommen zu Let's Play Pokémon Sonne. Ach ja, übrigens, ich habe natürlich auch mal wieder an euch gedacht, meine lieben Freunde. Es wird einmal Pokémon Sonne und einmal Pokémon Mond in der Steelbook Edition zusammen mit Nintendo Deutschland hier auf meinem Kanal verlost. Einzige Bedingung ist Abonnent sein, dem Video einen Daumen hoch geben und in die Kommis posten, welche Version ihr wollt. Die Auflösung gibt's dann auf Twitter und hier in den Kommis. Viel Erfolg! Ja, und für alle anderen, die noch eine Kaufentscheidung benötigen, die sich noch selbst überzeugen müssen, bleibt dran, genießt mit mir dieses Let's Play, aber ich kann euch garantieren, das werdet ihr euch alle kaufen. Pokémon Sonne und Mond sind mit Sicherheit unter den Top-Pokémon-Editionen zu verbuchen.
Es sei denn, die ganzen Trailer und Infos im Vorfeld waren alle nicht wirklich zutreffend. Aber das, was man als Eindruck vom Spiel im Voraus bekommen hat, ist einfach nur gigantisch. Für mich persönlich könnten es sogar die besten Editionen aller Zeiten werden. Aber ich will mich jetzt auch noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich freue mich auf jeden Fall megamäßig auf Let's Play Pokémon Sonne. Ach, kannst du sie auch spüren? Unser erster Tag unter der Sonne von Alola. Ihre Strahlen sind ja so schön warm und hell. Na gut, es wird Zeit, die Umzugskartons auszupacken. Ah, ich bin so neidisch. Draußen ist es so kalt. Mauzi, gehst du bitte Domtendo holen? Miau. Wir haben also ein süßes kleines Mauzi als Haustier, wenn man so will. Und das ist unser neues Zimmer. Hübsch eingerichtet dafür, dass sie gerade erst umgezogen sind. Kann man nichts sagen. Die Wii U ist dabei, also unser Charakter ist einer von in etwa 13 Millionen Wii U-Käufern. Gehört damit zu einer Minderheit leider, aber na gut, anderes Thema. Miau, wach auf! Wir pennen einfach mal. Hey, aufstehen! Ja. So, das sind wir also. Sehr interessant. Ein bisschen was haben wir ja schon gesehen. In der Pokémon Sun and Moon Demo, die ihr, ja, denke ich mal, selbst gespielt habt oder zumindest bei mir geguckt habt. Und allein von der Demo her, ja, hatte man ja schon einen bombastischen Eindruck vom Spiel. Ich fand zwar die Demo von Oras ein bisschen besser, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass vieles noch nicht enthüllt wurde und Pokémon Sonne und Mond einfach nur krass werden. Aber lasst uns alles ruhig angehen, nicht übertreiben, alles gut. Alles schön der Reihe nach. Drücke X, um das Menü zu öffnen, wähle Speicher, um das Spiel zu sichern. Ja, ist klar. Selbst auf diesem kleinen Globus sind Kanto und Alola weit voneinander entfernt. Ja, das war die Bestätigung, dass wir tatsächlich aus Kanto hierher gezogen sind. Das ist eine Plüschpuppe des Maus-Pokémon Pikachu. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Ja, toll. Sieht halt nicht jeder so, aber toll. Was ist das, ein Sitzkissen? Das Ditto-Kissen und der Pogewedel sind mit Mautis Kratzspuren überzogen. Bitte, Mauzi, mach nicht immer meine Möbel kaputt. Apropos, was ist eigentlich da drin? Habe ich vorhin schon gesehen. Ein paar Umzugskartons, die noch nicht ausgepackt wurden. Keine Zeit dafür, was? Na gut. Schauen wir uns mal den Rest des Hauses an. Ah ja, also was den Detailgrad angeht, hat man ja schon in der Demo gesehen, dass sie die Engine von X und Y nochmal stark erweitert haben. Grafisch ist es wirklich nochmal besser geworden, mit vielen, vielen neuen Details. Einfach nur geil. Du hast tief und fest geschlafen, was? Jetzt strotzt du sicher nur so vor Energie. Und Domtendo, freust du dich auf Alolas Pokémon? Ja und wie? Aber noch mehr auf die Region selbst. Das lobe ich mir. Ich würde ja auch viel lieber rausgehen, als hier die Kartons auszuräumen. Naja, auf den Strand, ne? Und dann schön in der Sonne liegen. Aber erstmal muss hier geworkt werden, liebe Mama. Wir leben jetzt schließlich in der Alola-Region, einem Inselparadies, das viele Touristen anzieht. Da werden auch die einheimischen Pokémon bestimmt alle total lieb sein, ganz sicher. Oh, Besuch? Oh, es hat an der Tür geklingelt. Das kann eigentlich nur Professor Kukui sein. Machst du ihn bitte auf, Domtendo? Da bekommt man ja so ein bisschen den Eindruck, dass die Mutter von uns mit dem eine Affäre hat. Ich weiß nicht, ob sich das bestätigen wird. Wäre auf jeden Fall richtig lustig. Hä? Hey, jetzt kommt er ja sogar von alleine rein. Als ob er hier schon wohnen würde. Was geht ab? Hallo Domtendo, ich bin's, Professor Kukui. Endlich lerne ich dich persönlich kennen. Freut mich sehr. Die Reise nach Alola war bestimmt anstrengend und lang, was? Kommst du mit der Zeitverschiebung zurecht? Alola und Kanto sind ja ganz schön weit voneinander entfernt. Für dich fühlt es sich bestimmt noch wie Mittag an, oder? Hallo Professor Kukui, wir sind gestern in Alola eingetroffen. Ah, die Dame des Hauses. Ich war so frei, mich selbst hereinzulassen. Ja, habe ich gemerkt.
Ach, und das mit dem Professor lassen wir lieber, wenn's recht ist, okay? Warum denn so formell? Duzen wir uns doch einfach. Ich heiße euch herzlich willkommen in Alola. Na, vielen Dank. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sie, ich meine natürlich du, damals gegen die Arenaleiter von Kanto gekämpft hast. Als wäre es gestern gewesen. Seitdem faszinieren mich die Pokémon der Alola-Region und jetzt bin ich endlich hier. Ja, das war krass damals. Es war vor allem schön, die Pokémon-Attacken dort zu erforschen. In der tollen Kanto-Region. Aber obwohl ich schon viel über das Thema wusste, haben mich die Arenaleiter ganz schön alt aussehen lassen. Und das, obwohl ich noch so jung und knackig bin. Naja. Aber genug von Kanto. Komm doch mit mir, Domtendo. Lasst uns die Nachbarstadt besuchen. Dort kannst du den Inselkönig treffen und mit etwas Glück erhältst du auch ein Pokémon. Der Inselkönig? Ja, richtig gehört, Leute. Pokémon Sun and Moon ändern nämlich einiges. Darunter auch das Arena-System. Aber dazu später mehr. Richtig. Der Inselkönig ist ein äußerst starker und erfahrener Pokémon-Trainer. Nur wenige können ihm im Kampf das Wasser reichen. Und er gibt allen Kindern in Lili, keine Ahnung, wie du das aussprichst, die bereit sind, sich einem großen Abenteuer zu stellen, liebend gerne ihr erstes Pokémon. Oh, das ist sowas. Und er bekommt echt ein Pokémon von ihm. Der Inselkönig ist ja wirklich nett. Worauf wartest du noch, Domtendo? Geh und hol schnell deine Sachen. Deine Mütze und deinen Beutel findest du in einem der Umzugskartons in deinem Zimmer. Ach, und vergiss nicht, einen Blick in deine Abenteuerfibel zu werfen. Ich glaube, sie liegt auf dem Schreibtisch. Oh, na, da bin ich mal gespannt, was für eine Mütze du trägst. Gut, ich lass die zwei am besten mal alleine. Der Tisch ist ja auch schon reichlich gedeckt. Oh, mit leckerem Obst, nice. Was ist denn das? Ist das ein... Das eine ist, glaube ich, eine Durian. Und das andere könnte eine Drachenfrucht sein, aber ich bin nicht sicher. Ja, eigentlich sieht es nicht so aus, ne? Was ist denn das andere? Was ist denn das rote, bitte? Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall ein sehr schön eingerichtetes Haus. Mir gefällt das. Da ist die Küche. Da draußen haben wir vermutlich den... nein, es ist die Terrasse. Okay. Da liegen auch noch ein paar Kartons rum. Die Bewegungsanimationen haben sich natürlich auch verbessert. Auch wenn ich sie teilweise ein bisschen übertrieben finde. Also diesen Gang hier finde ich zum Beispiel total übertrieben in der Animation. Die Laufanimation ist ganz geil. Auch schön ist, wenn man sich entscheidet, abrupt eine andere Richtung einzuschlagen, dass man dann noch ein bisschen weiter rutscht. Seht ihr das vielleicht? Wenn man es selbst spielt, dann fühlt man es auf jeden Fall. Das finde ich sehr, sehr nice. Sehr gut umgesetzt. Ist mir schon in der Demo aufgefallen. Und hier ist das Schlafzimmer von Mami. Das wollen wir uns natürlich auch noch angucken. Aber selbstverständlich nicht in ihren Schränken rumwühlen. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen falsch. Daher nur einen kurzen Blick drauf werfen und zurück ins eigene Zimmer. Ja, was sich alles geändert hat und was neu ist, das besprechen wir am besten, wenn Zeit ist. Weil gerade am Anfang eines neuen Pokémon-Spiels gibt es immer sehr, sehr viel Text und Story und... Später kommen die ganzen Trainerkämpfe. Da haben wir dann Zeit, in Ruhe über die ganzen Dinge zu sprechen. Du durchwühlst die Umzugskiste und findest deine Mütze und deinen Beutel. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, möchte ich auch äußerst gründlich spielen. Das heißt, ich rede mit jedem, ich gucke mir das Ganze an. Ich will kein billiges, hingeklatschtes Rush-LP hinschmeißen, nur damit ich der Erste bin, der beim Champ ist. Was es mit Sicherheit auf YouTube auch geben wird, aber da gehöre ich nicht dazu. Gehörte ich auch noch nie dazu. Ich will das hier genießen, ich will das hier erforschen, zusammen mit euch. Ja. Und natürlich auch die positiven und negativen Punkte benennen. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir nur ganz wenig zu bemängeln haben werden. Sieht so aus, als wärst du reisefertig. Viel Spaß! Keine Sorge, die restlichen Kisten kann ich alleine auspacken. Ich will ja, dass sich dein Pokémon bei uns wohlfühlt. Jetzt habe ich aber diese Fibel vergessen. Naja, hole ich gleich nach. Wow, stylische Mütze! Das Mauzi ist irgendwie süß. Warum kann ich eigentlich das nicht als erstes Pokémon verwenden? Deine Mutter scheint sich ja sehr darüber zu freuen, dass du ein Pokémon bekommst. Gut, dann machen wir uns auf die Socken. Ab nach Lili, dort suchen wir den
Inselkönig und besorgen dein erstes Pokémon. Ja, genau, wir werden mein erstes Pokémon besiegen. Ist klar. Hey, der Teppich ist hübsch. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. So, nochmal kurz zurück. Ah ja, stimmt. Neu ist auch, dass man jetzt beim Betreten von Gebäuden oder Räumen A drücken muss. Das wird unterschiedlich aufgefasst. Ja, es hat Vor- und Nachteile, ehrlich gesagt, ne? Du schaust in das Notizbuch deines Vaters, aber gut, das haben wir vorhin schon gemacht. Wo ist denn diese Abenteuerfibel? Hä? Hieß es nicht, die ist auf meinem Schreibtisch? Ich soll die doch einpacken, hieß es doch. Geht nicht? What the hell? Das finde ich jetzt komisch. Aber gut. So, damit ihr jetzt auch mal den unteren Bildschirm gesehen habt. Da haben wir die Options. Da stellen wir jetzt auch gleich mal das Texttempo auf 3 um. Der Rest bleibt so. Das hier ist, glaube ich, neu, ne? Teambox will eine Transfermethode für neu gefangene Pokémon aus, wenn in deinem Team kein Platz mehr für sie ist. Also wir können auch sagen, alle automatisch auf die Box. Oder verstehe ich das falsch? Ich lasse es jetzt mal auch manuell. Vielleicht wird das später dann klarer, was da so abgeht. Wir speichern mal, damit wir auch gesehen haben, wie das so aussieht. Okay. Oh, nett. Nett, nett. So, nix wie raus. In die wunderschöne tropische Welt der Alola-Region. Yeah. Das Zuhause von Domtendo. Warum stehe ich da draußen angeschrieben und nicht meine Mutter? Oder unser Familienname? Da drüben ist die erste Route, oder wie? Wo ist denn der Cookie überhaupt hin? Und wir haben wohl auch ein Auto. Umsonst ist da ja keine Garage, ne? Alles klar. Hey, wo willst du hin? Hier geht's lang. Ach so. Ja gut, okay. Dann halt da lang. Also dann. Willkommen in Alola, einem wahren Paradies für Pokémon. Hier in Alola leben Menschen und Pokémon miteinander in Harmonie und helfen sich gegenseitig. Solange du ein Pokémon an deiner Seite hast, stehen dir in Alola alle Türen offen. Deshalb muss ich dich auch so schnell wie möglich dem Inselkönig vorstellen. Folgt mir, das Dorf Lili ist nicht weit von hier. Sehr gerne, werter Herr Professor. Hallo, du siehst aus, als würde es dir Spaß machen, in Alola herumzulaufen. Da bekomme ich auch gleich Lust auf einen ordentlichen Sprint. Wie ging dieses berühmte Lied nochmal? Den B-Knopf gedrückt, gesprintet wie verrückt. Ja, ja, ich weiß, auf B rennen wir. Und diese Routenanimation ist schön, ne? Wie eine Welle. Sehr, sehr nice. Das hier ist also offiziell Route 1, alles klar. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Inzwischen reicht ein Knopfdruck, um mit anderen Spielern Pokémon zu tauschen oder einen Pokémon-Kampf auszutragen. Ja, ist auch gut so, dass sich das weiterentwickelt hat. Die Älteren unter euch wissen noch vielleicht, wie das früher war, mit diesen Link-Kabeln auf dem Game Boy und Game Boy Advance. Jesus Christ. Ist das lang her. Und Domtendo, wie gefällt dir Alola? Geil! Das hört man gerne. Es freut mich, dass dir die Alola-Region bereits ans Herz gewachsen ist. Und da haben wir auch gleich einen jungen Pokémon-Trainer aus Alola. Professor Kukui, Sie müssen mir unbedingt ganz bald wieder eine Attacke empfehlen. Ach was, in Wirklichkeit weißt du sicher schon, welche Attacken du einsetzen möchtest, oder? Komm doch wieder, sobald dein Pokémon eine neue Attacke erlernt hat, dann kämpfen wir. Ja, also so wie ich das verstehe, konzentriert sich der Professor hier auf die Erforschung von Pokémon-Attacken. Und ich sehe gerade im Hintergrund, Items leuchten neuerdings, oder was? Schau, du kannst dich mit Pokémon ins hohe Gras stürzen und dort versuchen, wilde Pokémon für dein Team zu fangen. Aber dafür brauchst du natürlich erst dein eigenes Pokémon. Ja, könnte ich es bitte endlich bekommen? Ich kann es kaum abwarten. Und Trainer lassen ihre geliebten Pokémon am liebsten gegeneinander im Kampf antreten, um zu sehen, wessen Team mehr drauf hat. Hey, du bist doch neu hergezogen, oder? Dann lass uns unbedingt mal einen aufregenden Pokémon-Kampf austragen.
Siehst du? Dank der Pokémon lernt man hier im Handumdrehen neue Leute kennen. In Ordnung, dann wollen wir mal. Lili liegt direkt vor uns. Oh, ich würde liebend gern die Route erkunden, aber ich darf noch nicht. Das war jetzt komplett Route 1, oder? Ja, ich denke schon. Also, die erste Route ist schon mal nicht so kurz wie in X und Y, beziehungsweise halt in der Kalos-Region, weil die war schon, ja, ein bisschen lächerlich, ne? 3 Schritte und dann bist du schon in der nächsten Stadt. Da wären wir auch schon. Das hier ist das wunderschöne Lily. Ich finde diese neuen Kamerafahrten so schön. Ist mir auch schon im eigenen Haus aufgefallen. Nice. Und genau hier wird auch der Schutzpatron von Mille Mille, Kapuriki, von allen verehrt. Nanu? Ich hatte doch gesagt, dass wir uns alle hier treffen. Vielleicht wartet er weiter hinten beim Mahalo-Bergpfad? Dort befindet sich nämlich die Ruine des Schutzpatrons Kapuriki. Dom Tendo, bist du so gut und gehst den Inselkönig suchen? Ich bleib sicherheitshalber hier, damit wir uns nicht verpassen. Der Inselkönig sieht genau so aus, wie man sich ihn vorstellt. Wie der König der Insel halt. Ja, toll. Danke für die Beschreibung. Aber ich glaube, es ist dieser ältere Herr aus den Trailern, richtig? Den sollte ich erkennen. So, Lili. Ein Ort, an dem Pokémon gedankt wird. Sehr schön. Na gut, dann kann ich das Ganze ja kurz anschneiden. In Pokémon Sonne und Mond wird es keine Arenen mehr geben. Die Pokémon-Liga existiert zwar noch, muss aber erst gebaut werden auf irgendeinem großen Berg. Und in der Story werden wir eine Inselwanderschaft erleben. Es gibt ja 5 Inseln hier in Alola und wir werden jede Insel einmal betreten. Und es gibt so eine sogenannte Inselprüfung. Und ja, die müssen wir bestehen. Das ist dann eben auch dieses neue Arena-System. Aber dazu dann später mehr, wenn es soweit ist. Mein kleiner Bruder, mein Pokémon und ich machen uns beim Spielen immer schmutzig. Wir sind eben echte Geschwister. Wenn ein Wuffels dich mag, reibt es als Zeichen seiner Zuneigung seinen steinernen Fellkragen an dir. Das tut allerdings ein bisschen weh. Zu meinem Team werde ich euch natürlich noch nichts sagen. Es ist aber zugegebenermaßen auch noch nicht final. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, welche Pokémon ich ins Team nehmen werde und welche nicht. Aber ich werde, denke ich, auch die neuen Alola-Formen verwenden. Das sind Kanto-Pokémon, die ein neues Design bekommen haben. Vermutlich auch neue Stats und neue Typen sowie Fähigkeiten. Die meisten davon sehen auch sehr, sehr gut aus. Und ja, stimmt mal in den Kommentaren ab, welche Alola-Pokémon könnte ich denn ins Team nehmen? Ob Pokémon oder Mensch, wer ordentlich isst, ist danach natürlich auch ordentlich müde. Oh ja, das stimmt. Das ist der rechte Zeitpunkt, ins Bett zu gehen. Dann wacht man morgens auch gestärkt auf. Sorry, aber wenn ich mittags mir mal eine Pizza oder einen Fastfood-Scheiß gönne, dann bin ich auch extrem müde. Ich glaube nicht, dass ich dann schon pennen sollte. Ich kann der Aussage also nicht unbedingt zustimmen. Lässt man nachts das Fenster offen, hält die Nacht auch immer einen Zug. Deshalb wird man irgendwann müde. Ja, und es kommen manchmal die ganzen ekelhaften Fliegen und Motten rein. Schrecklich! Aber ja, wenn ich umgezogen bin, werde ich mir auf jeden Fall ein Fliegengitter besorgen. Ganz, ganz wichtig. Mein Wuffels ist ganz toll. Er beschützt mich immer. Wenn ich einkaufen gehe, ist es an meiner Seite. Und wenn ich schlafe, bewacht es meine Tür. Ja, ich muss sagen, ich bin mehr der Katzenmensch, aber Wuffels als Pokémon gefällt mir echt gut. Und ich finde die Pokémon-Sonne-Weiterentwicklung auch echt hübsch. Hat er Chancen auf das Team? Was meint ihr? Würdet ihr ihn gerne sehen? Mein ehemals wildes Wuffels hat sich inzwischen komplett an das Leben in einem Haus gewöhnt. Zuzusehen, wie es mit meiner Tochter spielt, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Ja, aber lass es bitte auch draußen laufen, weil wie bei Tieren, ne, sind halt Tiere. Gehören nicht unbedingt in ein Haus. Aber gut, solange da ein gewisses Gleichgewicht herrscht, ist das kein Problem. Also ich habe einen sehr guten Eindruck von diesem ersten Dorf oder Städtchen, wie auch immer. Ist alles wirklich sehr niedlich. Es heißt, dass die Menschen über das Meer nach Alola gekommen seien und die Region in Zusammenarbeit mit Pokémon aufbauten.
Was für eine Beziehung wir zu unseren Pokémon pflegen, ist von Mensch zu Mensch verschieden. Für manche sind sie Partner für Pokémon-Kämpfe, während andere mit ihnen als Freunde zusammenleben. Schön, schön. Für uns werden sie beides sein. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr wollt mich auf meiner Reise durch die Alola-Region begleiten. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, und freut euch schon mal auf Part 2, der heute auch noch kommt. Bei mir ist der Hype real. Bei euch auch? Schaffen wir 10.000 Likes für Pokémon Sonne und Mond? Verdienen wir es alle mal und im nächsten Part finden wir dann raus, was die gute Lilly da treibt. Bis dahin und ciao.